Und jetzt willkommen zurück zu The Witcher, wo wir beim letzten Mal einige Salamandras umgebracht haben, herausgefunden haben, dass der König von Redanien irgendwie in die ganze Sache verstrickt ist. Außerdem haben wir herausgefunden, dass Vincent der Werwolf ist, der Carmens Liebhaber ist. Und jetzt sollten wir vielleicht mal mit ihr nochmal darüber reden. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben. Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Ich weiß bereits, dass Vincent der Werwolf ist. Bitte, tut ihm nicht weh. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Hört gut zu. Ja? Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Oh. Vincent soll nachts ein Hemd aus Hundspetersilie tragen. Dann wird der Fluch aufgehoben. Ich kümmere mich darum. Ich habe die Petersilienblätter gebracht. Webt Vincent ein Hemd, um den Fluch aufzuheben. Danke. Ich fange sofort damit an. Okay. Es wird sicherlich eine Weile dauern, bis das irgendwie Wirkung zeigt, ne? Ich meine, das muss er mal irgendwie darin schlafen und so. Deswegen würde ich sagen, können wir jetzt zu Siegfried gehen und schauen, ob er sich vielleicht überreden ließe, uns beim Kampf gegen Salamandra zu unterstützen. Weil da brauchen wir Hilfe, weil von offizieller Stelle möchte da niemand helfen. Was im Rückschluss bedeutet, zusammen mit den gefälschten Erlassen, die in der letzten Zeit aufgetaucht sind, dass jemand an ganz hoher Stelle irgendwie Salamandra deckt, ja. Mit ganz hoch meine ich so auf der. Das ist ja schwer. Halt auf der obersten aktuell hier vorhandenen Ebene. Vielleicht jemand aus Prinzessin Addas Umfeld? Sicherlich jemand, den wir gleich mit solchen Methoden verdächtigen könnten, ist hier ihr komischer Adjutanter aus Nilfgaard. Wie heißt er noch? Devet? Auch Ada selber sollten wir nicht ausschließen. Geralt! Wie geht's dem Bein? Ach, bestens. War nur ein Kratzer. Alles in Ordnung. Ich bekomme einen Orden, weil ich das Eigentum einiger Stadtbewohner beschützt habe. Verstehe. Ihr kämet auch in Frage, aber nur Ritter bekommen Orden. Es sei denn... Nein. Ich trete nicht bei. Ich könnte mit dem Keuschheitsgelübde nicht umgehen. Das verstehe ich. Hört mal, der Großmeister selbst wird mir den Orden überreichen, ja? Habt ihr euren Orden bekommen? Wir müssen erst einen Termin für die Zeremonie festlegen. Ich kann nicht fassen, dass ich anschließend mit dem Großmeister sprechen darf. Er ist ein wahrer Visionär, Geralt. Ein Visionär? Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose, ist ein Mann, der zu Großem bestimmt ist. Man wird sehen. Ja? Ich hätte da einen Vorschlag. Wollt ihr mir helfen, die Salamandra zu vernichten? Wie? Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man sie vernichten kann. Ist das irgendein politisches Komplott? Siegfried, ihr habt mir auch bei der Bank vertraut. Na gut. Einzelheiten? Die Taverne Neu-Narrakord. Kommt heute Abend dorthin. Ich werde da sein. Wartet auf unser Signal. Gut. Es reicht. Dann sollten wir jetzt zu Triss gehen. Muss ich eigentlich normal durch die ganze Stadt rennen. Ich werde es mal versuchen abzukürzen. Nämlich zu Kalksteins Labor gehe und von dort zu Triss, ne? Redet die übliche kleine Abkürzung. Übrigens, weil ich gerade an dem Schmied vorbeigegangen bin, wegen der Rune, die wir letztes Mal gefunden haben. Ich habe mich geirrt, man braucht auch da 3 Runen. Ich habe aktuell 2. Das ist die Grüße noch eine dritte, bevor ich irgendwas machen kann. Deswegen habe ich bisher das noch nicht ins Schwert eingelesen oder sowas.
Oh, Triss. Triss schläft immer noch. Es ist schon ein paar Stunden hell draußen. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen. Ja. Wisst ihr noch irgendetwas über den magischen Kommunikator, den ich euch gegeben habe? Er ermöglicht Gespräche über kurze Entfernungen. Mit etwas magischem Wissen könnte man ihm sicher zahlreiche Informationen entlocken. Wenn die Salamander ihn benutzt haben, um mit ihrem Lager zu kommunizieren, sollte es mir möglich sein, sie zu lokalisieren. Kurze Distanzen, ja? Könnt ihr die letzte Kommunikation überprüfen? Der Kommunikator schickte ein Signal an ein Haus in Vysima. Es ist auf eurer Karte markiert. Gibt es etwas, das ich wissen müsste? Ich habe da so eine Ahnung. Ich überprüfe es. Na gut, seid vorsichtig. Hör zu. Ich habe Verbündete gefunden. Schön. Rechtzeitig für unser Treffen mit Leuwarden. Lasst uns alles Weitere mit ihm besprechen. Einverstanden. Geralt, ihr sollt wissen, dass wir ein paar mächtige Leute erzürnt haben. Dieses Treffen könnte vieles ändern. Was meint ihr damit? Regelt, was ihr in Vysima noch zu regeln habt. Und bereitet euch vor. Hinterher könnte es zu spät sein. Okay. Gut, dann schaue ich später vorbei. Na gut. Ich schaue später vorbei. Danke für den Hinweis. Ich, dass wir hier wieder alles hier offen lassen und möglicherweise arme Vincent gar nicht geheilt wurde. Könnte ich mir gar nicht vergeben, wenn wir das einfach nur wegen unseres überstürzten Handelns komplett ignorieren. So, ein Haus. Ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Ach nee, warte, nur ein kunterbuntes Haus. Direkt am Markt, neben Rathaus und sowas alles. In einer sehr, sehr schönen, exponierten Lage, ne? Keine Wachen, nix. Seid ihr nicht König? Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Radovid. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhardt. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Okay. Ich frage ihn nicht, wer er ist und seinen Namen. Das haben wir, glaube ich, eigentlich schon erzählt. Na gut, fragen wir trotzdem. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima? Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Foltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also hat Foltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand,
verriet Triss einst ihre Freundinnen. Ich vertraue Triss. Denkt an meine Worte. In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Foltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skoyatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen und obendrein... Genug. Ihr habt mich überzeugt, aber ich bin nicht Adda. Und ihr, Hexer? Wie denkt ihr über Foltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Und pfuscht bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Die Art, wie euch eure Leute ansehen, wie ihr von Redanien und Adda sprecht. Und dann euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Also, das hatte mich kurzzeitig in dem Gespräch irritiert, wo ich dachte, hä? Redet davon, dass Redaniens König da was macht. So, hä, Junge, du bist Redaniens König? Erzähl mir keinen Scheiß, Junge. Hä? Aber gut, okay. Ich meine, er hat doch gesagt, als mein Vater König war und so, ne? Also... da irgendwie zu sagen, so, da hab da nur versucht, drum herumzureden, dass ich eigentlich der König bin, so, hä? Das hat auch nicht funktioniert, mein Freund. So. Gut. Wir müssten jetzt eigentlich. Also. So, wir müssen noch bei Carmen vorbeischauen. Ich weiß nicht, ob wir da einen ganzen Tag warten müssen oder nicht. Wir wird die Quest verfolgen. Na gut, wir versuchen sie jetzt mal aufzurufen. Eigentlich ist noch kein Tag vergangen, aber wir sind in einem Spiel. Von daher, möglicherweise müssen wir nicht den ganzen Tag vergehen lassen. Weil es mich freuen würde, wenn das Spiel dann sagt, hey, das ist noch kein ganzer Tag, wobei du warst vor ein paar Stunden erst hier, Mann. Finden wir es raus, ob das Spiel konsequent ist und dann sagt, nee, das ist ja noch gar keine Nacht gewesen und so. Kommst du jetzt schon? Wenn nicht, dann so halt ein bisschen Zeit überspringen. Wir haben sonst halt tatsächlich nichts zu tun, außer halt mit Triss und so, mit Triss, Siegfried und Leuwarden da unseren nächsten Schritt gegen Salamandra zu unternehmen. Naja. Können wir uns, glaube ich, jetzt ganz dieser einen Aufgabe widmen. Ihr werdet wunderschön. Wenn wir hier bei dem Waffenhändler vorbeilaufen, kann ich ja eben nochmal wieder eine Waffe verkaufen. Herr? Darf ich? Wir. So. Ding. Dann muss man hocken. Aber. So, wie sieht's aus? Ja? Hat das Hemd Vincent geheilt? Es war schrecklich. Der Mond ging auf. Vincent verwandelte sich, zerriss das Hemd und lief davon. Beruhigt euch, Carmen. Vielleicht erweist sich eine andere Methode als wirksamer. Ja? Wie heißt ihr wirklich? Hela. Aber das ist zu gewöhnlich. Lebt wohl.
alle bekannten Arzneien, aber wieso erzählen wir das nicht mit der Liebe? Wieso sind wir jetzt hier? Ja? Lebt. Ja, bei ihr haben wir nichts mehr. Was mit ihm? Vielleicht müssen wir mit ihm jetzt darüber reden? Das ist Plunder. Das ist mein Schwert, ist kein Plunder. Ja, das Stahlschwert ist voll geil, Mann. Als diese fancy aussehenden Schwerter von der Flammenrose. So. Vincent, mein Freund. Seid gegrüßt. Lebt wohl. Gehen wir mal auch nichts zu reden, aber. Jetzt bin ich ganz irritiert. Was hat er uns noch erzählt? Ja, dass das mit dem Lilienhemd? Dass das mit dem Hundspetersilie? Und jetzt kann ich mit keinem von beiden reden? Ich bin irritiert. Ich werde erstmal ein bisschen rumlaufen, vielleicht bei den Druiden vorbeigehen, fragen, was da so los ist. Keine Ahnung, was jetzt hier der nächste Schritt ist. Ich werde jetzt hier aber kurz die Aufnahme unterbrechen, dann sehen wir beim nächsten Mal, wo es hier... Also nicht beim nächsten Mal, sondern jetzt gleich, ne? So, da sind wir wieder. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich mir nochmal das Gespräch genau angeschaut habe. Es wurde auch von deinem Trank etwas erwähnt, aber dass ich einen Alchemisten bräuchte, um das herzustellen. Wir reden nur mit dem besten Alchemisten, den wir kennen. Ja. Könnt ihr einen Trank herstellen, der Lykanthropie heilt? Käme auf einen Versuch an. Der Trank ist für einen Werwolf. Der Liebste einer jungen Maid. Normalerweise würde ich ablehnen, aber ich schulde euch was. Mal sehen. Zutaten da, Geräte da... Kommt später wieder, ja? Okay. Kann ich eben rasten? Kommt später wieder. Kann ich eben rausgehen und wieder reingehen? Wir sind im Computerspiel, ja? So. Ja. Habt ihr den Lykanthropietrank fertig? Ja, aber sie muss ihn auf eigene Gefahr verabreichen, nachdem sie eine ihrer Tränen hinzugefügt hat. Man braucht die Träne einer Jungfrau, damit der Trank wirkt. Moment. Von einer Jungfrau hattet ihr nichts gesagt. Ihr spracht von einer jungen Maid. Ich ging davon aus, dass sie noch nicht verheiratet ist. Kalkstein. Ihr müsst mal unter die Leute gehen. Wo soll ich bloß eine Jungfrau finden? Die Träne einer Jungfrau ist unverzichtbar. Es kann doch nicht so schwer sein, eine zu finden. Albedo? Ja, die... Okay. Jetzt könnten wir eine Weile lang suchen. Ich weiß aber glücklicherweise, wo wir eine Jungfrau finden. Im Krankenhaus, seltsamerweise. Ich weiß nicht so genau, was die Implikationen davon sind. So, dass gebildete Frauen eher Jungfrauen sind, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht war so eine Priesterin, ich weiß es nicht. Jedenfalls bei der Statue im Krankenhaus, die wir schon gesehen haben. Und da gehen wir jetzt dahin. Ja. Sicherlich auch unterhaltsam, hier durch die Straßen zu ziehen und irgendwelche Damen zu fragen, ob sie irgendwelche Jungfrauen kennen. Ich glaube, wir sparen uns das. So. Ich bin so müde. Kann ich euch helfen? Vergebt mir. Ich brauche die Träne einer Jungfrau, um einen Mann von einem Fluch zu heilen. Ein überraschender Vorschlag. Ich dachte, ihr könntet mir helfen. Es ist meine Berufung, anderen zu helfen. Und ihr habt die
richtige Person gefunden. Ich werde eine Träne für euch vergießen. Danke. Gut. Geht ins Geld. Ich sag, ich hab meine Arme. So, Carmen. Ja? Hier ist ein magischer Trank gegen Lykanthropie. Er sollte helfen. Wie kann ich euch das nur vergelten? Sagt keinem, dass ich es umsonst getan habe. Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich werde Vincent diesen Trank geben. Gut. Also, soweit ich weiß, ist die Frau, mit der wir gesprochen haben, nicht die einzige mögliche Quelle. Weniger überraschend ist Siegfried eine andere Quelle, die wir schon kennen. Also von daher hätte ich auch zu Siegfried gehen können. Ich dachte aber, weil er uns jetzt schon hilft, muss er jetzt nicht noch mit bedacht werden. Ja? Hat der Trank gewirkt? Ach, Meister Hexer. Ich habe dafür gesorgt, dass Vincent ihn schluckt, aber es ist nichts passiert. Wir finden eine andere Lösung. Ja? Es heißt, dass wahre Liebe Bestien in Menschen verwandelt. Aber wir lieben uns doch. Regelmäßig. Liebe ist mehr als nur im Bett rumtollen. Ich weiß, dass Vincent mich nicht liebt. Manchmal, wenn er wütend wird, nennt er mich eine dreckige Hure. Carmen. Ich weiß, was ich bin. Aber für ihn wollte ich wie andere Mädchen werden. Verdammt, ich würde sogar sticken lernen. Hör zu. Es ist klar, dass Vincents Lykanthropie nicht euer größtes Problem ist. Sagt ihm, dass ihr ihn liebt. Schildert, wie ihr ihn heilen wolltet. Wenn er kein völliges Schwein ist, spricht er darauf an. Er ist hin und her gerissen zwischen mir und seiner Arbeit. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen. Hexer, bitte redet mit ihm. Er ist auf der Station. Okay, ich hoffe, dass er noch auf der Station ist. Weil ich mich zu erinnern, dass es hier einen Bug gibt, wodurch der, sobald man mit der Hauptquest weit genug ist, nicht mehr dort auftaucht und man dann die Reihe nicht beenden kann. Hoffen wir mal, dass es nicht passiert ist. Ich glaube, weil ich Triss noch gesagt habe, dass ich noch nicht allen Leuten Bescheid sagen soll, dass wir uns im neuen Nachakkord treffen, ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Warte, wieso sehe ich ja nicht immer hier hinten rumlaufen? Gibt's, hast du was beim Gefängnis? Ne? Ist noch nicht so weit, wunderbar. Gut, alles richtig gemacht. Seid gegrüßt. Carmen bat mich, mit euch zu sprechen. Hexerdetektiv und Hexertherapeut. Kurz gesagt, gefällt es Carmen nicht, dass ihr ein Werwolf seid. Was geht euch das an? Das liegt nicht in meiner Hand. Ich kann den Fluch von euch nehmen, aber ihr müsst es wollen. Wollt ihr euer Leben mit Carmen teilen? Hexe. Würdet ihr eure übermenschlichen Kräfte für die Liebe opfern? Kräfte, mit denen ich das Böse bekämpfe. Kräfte, die euch eines Tages umbringen. Noch habt ihr eine Wahl. Ich werde darüber nachdenken, Hexer. Liebe kann Berge versetzen, aber... Es muss wahre Liebe sein. Dann gehen wir nochmal zu Carmen zurück. Wo wir gerade beim Thema verbuggte Quests, die man nicht mehr abschließen kann, wenn man Sachen in einer nicht so geplanten Reihenfolge macht. Ein bisschen haben wir das ja auch gesehen mit manchen Sachen im zweiten Kapitel, die wir halt beim Übergang zum dritten Kapitel halt nicht mehr machen konnten. Ach, hier ist auch noch eine Pflegekraft in Not. Mir ist jetzt nicht nach Reden zumute. Ihr seht höchst besorgt aus. Stimmt. Meine Großmutter, sie... Hat sie Schmerzen? Nein. Manch junges Ding würde Großmutter um ihre Rossnatur beneiden. Sie hat sich verändert. Und das macht mir das Herz schwer. Womöglich kann ich helfen. Großmutter spricht nur noch zu mir, um mich vor dem Keller zu warnen.
Ich werde sie besuchen und herausfinden, was ich kann. Meine Hilfe kostet 50 Orens. Ich bin nicht reich, aber Shani erwähnte eure Güte. Sagt mir, wo eure Großmutter lebt. An der Kreuzung in der Nähe der fahrenden Händler. Lebt wohl. Oh. Da haben wir doch noch was zu tun. Ach, sehen, was im Keller der Großmutter ist. So, wenn ich sagen wollte, wegen kaputten Quests, ein ganz großes Problem, auf das wahrscheinlich einige Spieler gestoßen sind, ist, wenn wir im Kapitel 2 zu früh in den Friedhof gegangen wären und herausgefunden hätten, dass Raimund schon tot ist, wäre an einige Sachen von der Questreihe da halt nicht richtig verlaufen. Also da kann man tatsächlich sich in eine Situation manövrieren, wo das Spiel irgendwie nicht mehr weiterkommt, weil, ne, man schon weiß, wer das ist und dann Dialogoptionen weg sind und spielen und man denkt, man hätte schon andere Informationen, die man aber den Zeitpunkt noch nicht hat. Und ja, also das Spiel ist, es kam in einem noch schlimmeren Zustand raus, als es jetzt ist, aber es ist noch nicht perfekt und für alle Eventualitäten geplant. Mein Mann zählt jetzt noch. So, jetzt hier mal reingehen oder so und dann war das ja irgendwie das so geholfen. Ja? Ich sprach mit Vincent. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin ja so glücklich. Endlich. Er sagte, wenn mir so viel daran liegt, hat diese Liebe wohl eine Chance verdient. Das erste Mal, dass ich ihn hab weinen sehen. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe in letzter Zeit kein Haar mehr im Bett gefunden. Vielleicht... Na egal. Ich will ja nichts heraufbeschwören. Es wird alles wieder gut. Das ist schön zu hören. Wahre Liebe kann Wunder wirken. Ja. Das ist auch so, das ist der Charme von dem Spiel, dass es manchmal so Situationen hat, die so total humorlos so Sachen machen. So, möchtest du das Monster beschützen, das nichts gemacht hat, oder den Menschen, die du eigentlich beschützen sollst, aber der jetzt unbedingt das Monster umbringen will? Halt so Sachen, bei denen es keine gute Entscheidung gibt, stehst. Und dann gibt es halt manchmal so Sachen, so, dass die ich will sie jetzt nicht die Dorfhure nennen, aber halt die Hure und der Wachhauptmann, der insgeheim Werwolf ist, durch reine Liebe zueinander finden. Ja. Das sieht mir nicht in einer Großmutter aus, deswegen gibt es hier keinen Keller. Entschuldigt. War das falsche Haus? So, Antiquar und Aktuelles Haus ist da direkt in der Ecke. Ah ja. Wer seid ihr? Ich. Raus! Sofort! Soll ich eigentlich helfen? Ich habe Großmutter nachts ein bisschen abzustatten. Götter segnet mich mit Geduld. Moment, nachdenken. Was ist das denn? Überlegt, wo die nächste Stelle ist, wo ich ausruhen kann. Normalerweise wäre das Shani, aber Shani will uns nicht in ihrem Haus sehen. Ja. Ist vorsichtig auszudrücken. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zu Kalkstein. Können wir auch meditieren. Natürlich, wenn ich hier hingehe, kann ich auch genauso schnell zu Triss gehen. Naja, so. Falls es bei Kalkstein nicht läuft, dann muss ich das empfehlen. Nein, nicht, nein, aus. Ja. So, also ich werde Großmutter nachts besuchen. Na schön. Zauberintensität finde ich gut. Mag auch gerne Art. Von Niedersch. Nur um starkes Silber. Ah, okay. Ich dachte schon, warum sollte ich das nicht immer haben wollen?
War gar nicht los. So. Na, gibt's noch irgendwelche. Was dann natürlich nicht gemacht habe. So. Eigentlich fast egal was. So. Nachts. Muss nicht unbedingt Mitternacht sein. Ne? Es gibt auch jede Menge andere Zeiten zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht. So. Dann wollen wir uns die Großmutter mal genauer anschauen. Ich weiß nicht ganz, was mich jetzt hier erwartet, deswegen speichere ich vorher mal. Falls ich irgendwas in Öl benutzen will oder sowas, dann mache ich das halt gleich nochmal. Hello, meine Frau sollte mal nachschauen. Und am Flatterhaus. Ups, nein. Wiederer Vampir. Hm. Also bei der Großmutter. Was bei der Großmutter irgendwas bewirkt hat, dass hier der Flatterer im Kerl ist. Ich hätte eigentlich irgendwie, wenn ich hätte raten müssen, irgendwie erwartet, dass irgendein Geist hier umhergeht. Oder? Ja, Unhold! Mein lieber Sohn! Ich rufe die Wachen! So, schaut mich an. Dieses Ding da unten war nicht euer Sohn. Öffnet die Augen. Was mache ich hier? Wer seid ihr denn? Raus aus meinem Haus! Ja, ich gehe ja schon. Das muss nicht die Wachen. Wirklich nicht, oder nicht? So, und ich vermute mal, dass die Frau, mit der wir gesprochen haben, nicht nachts umhergeht. Naja. Ja, dann müssen wir wieder auf tagsüber schalten. Alles nix. Und zurück zur Krankenschwester. Ich gehe zum Schlosstor. Bin ich hier? Drin? Wie sein, dass jetzt drin ist? Hier drin wäre, vielleicht irgendeiner anderen Tageszeit. Wie ich schon mehrfach erwähnte, so das mit den tageszeitsensitiven Sachen ist
eine wunderschöne Idee, bis man dann praktisch versucht, das Spiel zu spielen und ständig hin und her laufen muss, weil... Was sind die jetzt da? Nein, ist nicht da. Oh, okay, schade. Eine Sache wäre einfacher, wenn ich frei irgendwo meditieren könnte, ohne dass ich ständig von A nach B rennen muss. Das kann ich aber in Witcher 1. Ja, und 3 würde ich sagen, ist das weniger ein Problem, weil man da frei halt sagen kann, so gut, dann warte ich halt jetzt hier. Aber hier ist dem leider nicht so. Na ja, gut, da müssen wir noch ein Feuerchen verheizen. Letztes Mal, wo wir die gesehen haben, waren wir, glaube ich, ungefähr mittags da. Dann versuchen wir es nochmal mit Mittag. Geht es meiner Großmutter? Sie wird sich bald erholen. Die Aufgabe war schwer, aber wir hatten uns auf 50 Orens geeinigt. Ich habe das Gold. Bitte sagt mir, was passiert ist. Eine gefährliche Kreatur hauste im Keller. Sie versuchte, eure Großmutter zu versklaven. Aber jetzt könnt ihr unbesorgt sein. Götter, wie schrecklich. Sie dürfte wohlauf sein und ist außer Gefahr. Ich danke euch. Shani hat die Wahrheit über euch gesagt. Kein Problem. Vielleicht sieht Shani jetzt aktuell andere Geschichten über uns, aber grüßt sie, wenn ihr sie das nächste Mal seht. Ja, tja. So. Vincent, hast du noch was zu erzählen? Seid gegrüßt. Nix, lebt okay. Wohl. Möchte ich jetzt nicht bei mir ausholen. Okay. Ich dachte, wird vielleicht noch irgendwas sagen, sich bedanken oder sowas. Mir ein mega schönes Schwert geben, was in der Wache seit Jahrzehnten rumlag und jetzt jemanden wie mir geben würde, der so hilfreich war für sein Leben. Aber nein. So, gut. Dann können wir jetzt das Bescheid geben. Alles läuft nach Plan. Das Treffen stattfinden kann. Waffen würde ich der Wache aus dem Weg. So, aber dieses Treffen werden wir uns, glaube ich, dann erst in der nächsten Folge anschauen. Wo wir mit Siegfried zusammen irgendwas gegen Salamandra unternehmen werden. Klingt auf jeden Fall spannend. Schauen wir mal, was dabei rauskommt in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.